Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge, Herr Külperow, Agatha Christie, die ersten Fälle. Ja, wir waren, upsala, das wollte ich nicht, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, hier unsere ganzen Verdächtigen zu, ja, auszufragen, zu verhören sozusagen, um herauszufinden, wer denn den lieben, hier unseren... Da, unser Major getötet hat, denn der wurde in der vorletzten Folge ermordet. Und wir wissen jetzt, dass wir mit Ernesto nochmal sprechen müssen. Hallo Ernesto. Mal sehen, wer der Mörder wirklich ist. Wenn es sein muss. Es muss sein. Mademoiselle Conrad hat schnell über verborgene Gefühle für die Madame geredet. Vielleicht sogar nur verborgen vor Madame Vandenbosch selbst. Was genau hat das mit dem Tod des Majors zu tun? Weiß Cassandra davon, dass Sie mit anderen über dieses Thema geredet haben? Ich habe stets nur versucht, ihr zu helfen. Es mag Gefühle meinerseits geben, doch sie gehören mir und mir allein. Madame Vandenbosch weiß nichts darüber. Und ich hoffe doch sehr, dass dies auch so bleiben wird. Merci für Ihre Kooperation. Naja, das Problem ist, diese Gefühle sind ein Motiv. Abgeschlossen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit Archibald nochmal sprechen. Ich habe meine Befragung der Gäste abgeschlossen. Zumindest für heute Abend. Konnten Sie herausfinden, wer hinter Master Regens tut? Nicht wirklich. Fürchte, dass der Fall nicht so einfach zu lösen ist. Es gibt viele Schritte, die zur Wahrheit führen. Ich muss alles, was ich heute Abend gehört habe, noch einmal genau unter die Lupe nehmen, um Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen. Merci für Ihre Unterstützung heute Abend. Au revoir. Tja. Eine Verlobung und ein Mord. Ja, der Major war nicht ganz so beliebt bei den Gästen. Muss nicht. Okay, neue Gedankenkarte freigeschaltet. Jetzt haben wir wahrscheinlich... Oh je, das wird jetzt lustig. Gideon hat den Brief verfasst. Hugo hat den Druckmittel gegen Major. Jackie will Informationen von Hugo. Das könnte das hier zusammengehören. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. So, was haben wir noch? Okay, wir haben noch vier weitere. Okay, wir haben auf jeden Fall die hier beides bestätigt.
zu verbergen hat. Das könnte. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu ver. Okay, was haben wir hier noch? Hubert über seine Ferne mit Meier nicht zur Sprache bringen. Frieda würden wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Das ist schon mal schön, dass das rausgenommen ist. Widersprüchliches Verhalten. Drohung an Major. Das irritiert mich halt. Er steht auch so allein da. Ich weiß nicht, ob der das hier. Doch, das nimmt er zusammen. Ich habe nie an mir gezweifelt. Könnte seine Pläne durch Liebe und Kind niedergestreckt haben. Könnte. Das zusammen, das könnte. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Ja, wir haben halt hier. Okay, was haben wir hier? Hier ist noch was offen. Das könnte. Nein, das ist nicht. Okay, das ist schon mal nicht, was zusammengehört. Ich glaube mal nicht, dass das hier zusammengehört. Das wäre eine Enthüllung. Das war das Einfachste. Oh. Ja, aber. Oh. Entree. Wer ist das denn? Es tut mir leid, dass ich mich Angeline nicht anschließen konnte, wie sie gefordert hatten, Detective. Ich bitte Sie. Es gibt keinen Grund für Entschuldigungen, Mademoiselle. Ich war zusammen mit Maman in ihrem Zimmer. Sie wollte nicht zulassen, dass es irgendjemand sah, doch es war offensichtlich, dass sie zutiefst bestürzt war. Sehr verständlich. Haben Sie bereits irgendeinen Verdacht, wer der Mörder gewesen sein könnte? Ich fürchte, dass ich im Augenblick noch alle Gäste der Feier unter Verdacht habe. Obwohl sich ihre Alibis gegenseitig zu stützen scheinen, stellen ihre Geringschätzung und ihre offene Feindseligkeit gegenüber dem Opfer ein gutes Motiv dar. Ja. Ich weiß, dass es böses Blut zwischen dem Major und einigen der Gäste gab. Doch sicherlich war es nicht so schlimm, dass man einen Mord in Betracht ziehen würde. Ihre äußere Erscheinung mag unnahbar wirken, doch wenn Sie sie einmal kennengelernt haben, ist sie eine ausgesprochen nette Seele. Die Comtesse? Sie ist eine Naturgewalt, gegen die ich mich nur höchst ungern stellen würde. Seien Sie nicht albern, Detective. Ich meine Jacqueline. Sie würde niemals auch nur einer Fliege etwas zuleide tun. Ich hatte angenommen, dass Sie von ihr geredet haben, Detective. Nach dem, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Oh. Das ist eine Geschichte, die mir noch nicht zu Ohren gekommen ist. Sie hat Ihnen doch sicherlich über den Artikel erzählt, den sie über uns schreibt. Über Gideon und seine humanitäre Arbeit. Aus irgendeinem Grund war das wohl die einzige Sache, die sie nicht erwähnt hat. Das ist seltsam. Ich hatte angenommen, dass sie damit ihre Unterhaltung bei Ihnen begonnen hätte. Wie dem auch sei. Sie war zum Haus gekommen, um ein Interview mit mir zu führen. Doch als ich die Bücherei betrat, waren Sie und Felix in eine recht erhitzte Diskussion vertieft. Das wirft ein anderes Licht jetzt auf den ganzen Fall. Wissen Sie, worum es bei dieser Unterhaltung ging? Leider nicht, aber Felix war außer sich. Er nahm einen Briefumschlag vom Tisch und stürmte aus dem Zimmer. Nicht ohne vorher die Tür hinter sich in die Angeln knallen zu lassen. Okay, das ist sehr interessant zu wissen. Sie war zu der Zeit in einem ebenso erregten Zustand.
Als er weg war, stieß sie ein paar scharfe Worte über ihn aus, die ich ungern wiederholen würde. Mhm. Es tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch nur einer von ihnen zu solch einer Tat fähig gewesen wäre. Es ist oft schwer, die eigenen Gefühle für jemanden beiseite zu schieben und ihre Makel zu akzeptieren. Das ja. ist nicht, Detective. Sie alle kennen sich schon so viele Jahre lang. Warum sollte einer von ihnen ausgerechnet jetzt zuschlagen? Weil sich die Situation vielleicht geändert hat bei irgendwas? Mir wurde zu verstehen gegeben, dass der Major rein geschäftliche Beziehungen zu einigen der Gäste hat. Das ist wahr, aber alle der eingeladenen Gäste kennen sich schon viele Jahre lang. Sie mögen vielleicht nicht so wirken, doch die meisten von ihnen sind sogar Freunde. Besser. Danke, Detective. Sie ruht sich in ihrem Zimmer aus. Es ist der beste Ort für sie. Und Sie, Mademoiselle? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein unwirkliches Gefühl. Ich hatte nicht erwartet, dass ich ihn so vermissen würde, wie ich es jetzt tue. Es ist verständlich. Er war viele Jahre lang eng mit ihrer Maman befreundet. Und auch mit mir, Detective. Wir waren eng befreundet. Nach Vaters Tod war er immer für mich da. Und jetzt ist auch er aus meinem Leben verschwunden. Sie müssen versuchen, nicht auf diese Weise darüber nachzudenken. Das ist leichter gesagt als getan, Detective. Daran habe ich keine Zweifel. Doch ich versichere Ihnen, dass der Täter nicht mehr lange auf freiem Fuß sein wird. Darauf haben Sie mein Wort. Ich sollte in mein Zimmer zurückkehren, Detective. Es war ein erschöpfender Tag für uns. Oui, Mademoiselle. Ich fürchte, dass der morgige Tag ähnlich verlaufen wird. Doch ich werde nicht ruhen, bis der Mörder gefasst ist. Ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind, Detective. Wo und wann auch immer ein Detective benötigt wird, werde ich da sein. Bonne nuit, Mademoiselle. Das ist natürlich eine große Idee. Kommt schon, meine kleinen Grauen. Nein? Wir müssen mit Logik an diese Sache heran. Okay. Ordnung und Mittel. Nein. Okay, das aber. Dann ist es hier. Das, ja, gut. Etwas klarer. Großartig. Ja, wen sollten wir am ehesten verdächtigen? Wir nehmen den Major. Okay, wir haben eine neue Schlussfolgerung bekommen. Die ist erst aufgegangen, nachdem das hier... Nein, das ist nicht. Es wird doch nicht etwa das hier zusammenhängen mit dem hier? Nein. Jackie hält sich verdächtig. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah ja, alle Motive bestätigt. Alle. Ah ja, okay. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu haben. Okay. Stimmt, das ist ja hier aufgeploppt. Ja, alle sind verdächtig. Jetzt, das gehört zusammen. Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Es wird doch nicht so sein wie im Orient-Express. Ja, das könnte jetzt interessant werden.
Aha, was sagt und wer versucht hat, mich auf irre. Ja, das ist wirklich. Oh, da ist jemand draußen. Das ist interessant. Ja, sind wir in Kapitel 5 angekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir es schaffen. Dieser Vergleich würde. Einer Gast hat mich verloren. Alles gegenseitig bestehe ich, aber ich weiß, dass das unmöglich ist. Ja, einer ist auf jeden Fall der Verdächtige. Einer muss daran schuld sein. Ob er der Autor oder der Empfänger des Briefs war, kann ich den nächsten Schritt in meiner Untersuchung einleiten. Gucken wir mal. Gideon. Lösegeldsumme. Gideon. Archibald. Okay. Wir haben jetzt aber nichts Großartiges hier mehr freigeschaltet, wenn ich das so sehe, ne? Wir sind halt hier immer noch mit der Erpressung beschäftigt. Auch die ist das Rätsels Lösung. Aber was halt der Erpresserbrief? Wir haben halt noch nichts Großartiges. So. Gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas Guten haben. Morgen, Detective. Haben Sie einen? Naja. Das muss ich leider verneinen. Obwohl ich mir zumindest einen kurzen Moment erholsamer Ruhe gewünscht hatte, blieb er mir unglücklicherweise verwehrt. Ich werde mich erst dann ausruhen können, wenn ich den Mörder des Majors aufgespürt habe. Wie kann ich Ihnen dabei weiterhelfen, Detective? In diesem Schneegestöber? Wenn jemand tatsächlich dort draußen gewesen wäre, dann hätten wir jetzt sicherlich einen weiteren Todesfall zu beklagen. Ich weiß, dass es sich seltsam anhört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich es wohl auch nicht wahrhaben wollen. Das Personal hat schon oft darüber getuschelt, dass sie in der Dunkelheit jemanden gesehen hätten. Aber am Ende waren es doch immer nur Schatten. Wahrscheinlich haben sie es sich nur eingebildet. Ich fürchte, unserer Lizzie geht es nicht besonders gut. Die Ereignisse von gestern waren einfach zu viel für sie. Wir werden diesen Morgen wohl leider ohne sie auskommen müssen. Wie Wordsworth einst sagte, raste und sei dankbar. Vielleicht wird ihr etwas Ruhe und Entspannung im Nu wieder auf die Beine helfen. Das würde ich nur zu gerne. Aber ich fürchte, dass die Telefonleitungen seit heute Morgen nicht zu funktionieren scheinen. Der unaufhörlich fallende Schnee muss ihn über Nacht wohl beschädigt haben. Ich glaube, das war eher die Person, die im Garten unterwegs war, die Nacht. Selbst wenn wir das Telefon verwenden könnten, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand zu uns schaffen könnte. Wenn dem so ist, dann werde ich den Fall wohl auf eigene Faust lösen müssen. Ich werde es Sie wissen lassen, falls sich irgendetwas ändert. Aber bis der Schnee geschmolzen ist, um genug Platz für die Kutschen zu schaffen, werden wir wohl eingeschneit bleiben. Das ist zumindest ein Vorteil. Ich habe mich bereits darum gekümmert. Nachdem Master Demir und sein Bruder ihren Rausch ausgeschlafen hatten, halfen sie mir, den Leichnam in den Keller zu schaffen. Für den Moment ist er da wohl am besten aufgehoben. Très bien. Ich nehme an, dass dort unten niemand etwas verloren hat. In der Tat. Außer mir natürlich. Sobald der Schnee geräumt wurde, können wir die Leiche aus dem Haus befördern. Sie nimmt im Augenblick alleine im Speisezimmer ihr Frühstück zu sich. Sie zieht das so vor. Doch. Ja, das Ihre ist natürlich eine Unterstützung gute war mir Idee. immer von unschätzbarem Wert. Angeline, hast du was zu sagen? Guten Morgen, Detective. Ich hoffe, dass Sie einen erholsamen. Bonjour, Tada. Mademoiselle. Das Zimmer war sehr komfortabel. Merci.
Leider war mein Verstand in keinem guten Zustand, um das volle Potenzial seiner Annehmlichkeiten genießen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich niemand hier eine erholsame Nacht hinter sich gebracht hat. Ich glaube ihn auch nicht. Hoffentlich lastet die Schuld heute Morgen besonders stark auf den Schultern des Täters. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen gestern Nacht keine große Hilfe war, die Tatsache. Da wäre ich mir nicht so sicher. Im Gegenteil, Mademoiselle. Ihre Erkenntnisse über die Gäste haben mir bei meiner Untersuchung bereits sehr weitergeholfen. Doch leider gibt es immer noch viele Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Seine Position? Sie meinen die Tatsache, dass er hier gewohnt hat? Ui, selbst in einem Haus dieser Größe müssen Sie beide sich doch sicherlich des Öfteren über den Weg gelaufen sein. Ich habe seine Anwesenheit hier stets genossen. Wenn ich mit Gideon unterwegs war, war es immer sehr beruhigend zu wissen, dass Maman nicht alleine war. Leider hat seine Arbeit mit Mr. Da Silva ihn in letzter Zeit immer öfter vom Haus ferngehalten. Was können Sie mir über Ihre Beziehung erzählen? Ob beruflich oder privat? Da gibt es nicht viel zu berichten. Sie haben nicht sonderlich viel füreinander übrig. Er hat geschäftliche Angelegenheiten stets für sich behalten. Ich weiß lediglich, dass er Mr. Da Silva bei Sicherheitsfragen geholfen hat. Ich habe einen Scheck gefunden, den Monsieur Da Silva an den Major ausgestellt hat und auf dem Sicherheitsberatung erwähnt wird. Ah, richtig. Sicherheit. Dank seines Armeetrainings konnte er Mr. Da Silva dabei helfen, sich auf mögliche Probleme vorzubereiten, die während des Streiks auftreten könnten. Eine Entwicklung? Oh, Detective, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Es könnte sich um eine weniger erfreuliche Neuigkeit handeln. Ich bin auf einen weiteren Brief gestoßen. Adressiert an mich? Ich weiß nicht, wie viel mehr ich davon noch ertragen kann. Pardon, Mademoiselle. Obwohl er auf sehr ähnliche Weise verfasst und mit sehr ähnlichen Phrasen gespickt war, war dieser Brief nicht für Ihre Augen bestimmt, sondern für die des Majors. Zumindest erscheint es im Augenblick so. Es tut mir leid, Detective. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie verstanden habe. Ist er nun an ihn adressiert gewesen oder nicht? Ich habe ihn gestern während meiner ersten Durchsuchung des Studierzimmers des Majors finden können. Ob der Major der Verfasser des Briefes war oder ob er ihn lediglich erhalten hat, muss ich erst noch herausfinden. Um Himmels Willen, nein! So etwas hätte er niemals getan. Nicht einmal ein kurzer Moment des Zögerns? Warum sollte er so etwas tun und dann einen Brief an sich selbst schicken? Das ergibt doch nun wirklich keinen Sinn. Merci für Ihre Zeit, Mademoiselle. Sie sind für mich wie ein Regenschirm, der mich vor einem plötzlichen Wolkenbruch bewahrt. Also nützlich? Da freut sie sich drüber. Okay, haben wir was bekommen? Wir haben eins bekommen. Mit Cassandra sprechen, den Garten untersuchen. Okay, wir haben was. Es muss ja. Es kann ja eigentlich nur das dann sein. Bingo. Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ich höre in ihrem Leben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, also sie fällt im Endeffekt dadurch raus, weil sie mag den Major, mochte den Major doch so wie es scheint recht gut. Auch wenn er, naja, speziell war, in Anführungszeichen. So, wir gucken mal. Okay, oh, wir haben was gefunden, ein teures Feuerzeug. Das. Okay. Aber wir nehmen es nicht mit. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist was. Vogelfutterhäuschen ist runtergefallen.
Okay, dann gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist. Okay, eine Abreise ist unmöglich. Das werden wir trotzdem mal übernehmen. Oh, wir sind schon durch. Das heißt, wir haben nur diese paar Sachen gehabt. Interessant. Okay, dann werden wir jetzt mal Salon, Speisezimmer. Ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen besser gelaunt ist. Hoffentlich. Okay, das ist auch interessant. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Oh, hier gibt es so ein bisschen was zu essen. Bonjour, Madame. Darf ich Ihnen mein herzliches Beileid für Ihren Verlust ausdrücken? Danke, Detective. Es ist aber wirklich nicht nötig. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte gehofft, dass Sie sich darauf eingestellt haben, einige meiner Fragen zu beantworten. Wenn es sein muss. Oh Gott. Wie Sie sicher bereits erfahren haben, war es nicht sonderlich einfach, mit ihm auszukommen. Sein hitziges Temperament hat ihm über die Jahre viele Feinde eingebracht. Ist ein itziges Temperament Grund genug für einen Mord? Sein Mund öffnete sich oft, bevor sein Gehirn Gelegenheit zum Nachdenken hatte. Vielleicht hat jemand dieses Benehmen nicht länger ertragen können. Okay, das ist interessant. Da ich mir gestern einen unnötig lauten Wortwechsel zwischen Mr. Beckers und dem Major anhören musste, wäre er sicherlich ganz oben auf meiner Liste von Verdächtigen. Haben Sie die Unterhaltung selbst gehört? Wie könnte ich nicht? Sie waren so laut, dass ich sie beide von meinen Räumlichkeiten aus hören konnte. Das ist interessant zu wissen. Dass dies gestern eine wichtige Information gewesen wäre? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Felix ermordet und ein Mörder frei in meinem Haus herumlaufen würde. Ich bitte um Entschuldigung, Detective. Ich nehme an, dass Sie von dem angeblichen Erpresserbrief sprechen. Oui, Madame. Sie wissen bereits. Er erreichte das Haus kurz nach dem ersten Brief. Ein erstaunlicher Zufall, wenn Sie mich fragen. Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen, Madame. Ohne Frage hatte Felix Geheimnisse, die er gerne verborgen gehalten hätte. Doch glauben Sie ernsthaft, dass er irgendwelche Reichtümer besessen hat, für die sich eine solche Erpressung gelohnt hätte? Vielleicht sollten Sie mich darüber aufklären. Er hat in meinem Haus gewohnt und die von mir bereitgestellten Mahlzeiten genossen, die mein Personal zubereitet hat. Beantwortet das Ihre Frage, Detective? Ich würde ihm zutrauen, dass er ihn selbst geschrieben hat, um sich etwas Mitgefühl von mir zu erschleichen. Aha. Und die anderen Briefe? Die hat er wahrscheinlich auch geschrieben. Falls Angeline den ersten bezahlen würde, hätte er wohl genug Geld, um den zweiten Brief bezahlen zu können. Er wollte stets der Ritter in strahlend weißer Rüstung sein und zu unserer Rettung eilen. Er hatte wohl vor, bis ans Ende seiner Tage hier zu leben. Okay, das ist interessant. Sie wissen. Sie beide sind schon seit geraumer Zeit befreundet. Und obwohl ich meine Nase nur ungern in Privatangelegenheiten stecken möchte, würde ich doch gerne wissen, ob Ihre Beziehung zu ihm... Oh je, sie unterbricht uns. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass Mr. Da Silva und ich wie Schulkinder umhergetollt sind, dann könnten Sie der Wahrheit nicht ferner liegen. Um Himmels Willen, er war mit meinem Ehemann befreundet. Oh je. Wie ich gehört habe, haben Sie zusammengearbeitet. Investitionen, wenn mich nicht alles täuscht. Mr. Da Silva war eine Stimme der Vernunft, dem mein Ehemann lieber öfter Gehör geschenkt haben sollte, anstatt sein Geld an Geschäfte zu vergeuden, die bereits am Rande des Bankrotts gestanden hatten. Das ist natürlich interessant. Ich werde Sie nicht länger behelligen. Okay, das ist natürlich ein interessantes...
Okay, Maya war aufbrausend. Gotta. Großartig. Okay, wir müssen mit Rihanna sprechen und Angeline. Okay, dann gehen wir mal wieder gucken. Das ist natürlich jetzt momentan das Interessanteste. Ich bin mal gespannt, was Angeline dazu sagen wird. Da ist Gideon. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise helfen? Sie haben das völlig missverstanden, Detective. Maman hat in letzter Zeit vielleicht öfter ihre Stimme gegen ihn erhoben, aber es war niemals mehr als das. Es hatte irgendetwas mit einem Brief zu tun. Ich habe nur gehört, wie sie sich in der Bücherei unterhalten haben, bevor Maman anfing herumzuschreien und er dann an mir vorbei aus dem Zimmer gestürmt ist. Okay, das Könnte ist es der interessant. Erpresserbrief gewesen sein, der diesem Streit zugrunde gelegen hat? Warum würde sich Maman bei ihm über diesen Brief aufregen? Die Madame scheint in Bezug auf seine Verbindung zu den Briefen eine ganz andere Auffassung zu haben. Sie glaubt, dass er der Verfasser war. Hat sie Ihnen das erzählt? Sie hat schon immer gern schnelle und oft unüberlegte Entscheidungen getroffen. Aber das kann sie doch wohl nicht wirklich glauben. Ich glaube nicht, dass ich es ihm persönlich erzählt habe. Schließlich wollte ich nicht, dass Maman etwas von der Bezahlung erfährt. Hätte er es gewusst, dann wäre Maman ohne Frage ebenfalls im Bilde gewesen. Die Madame glaubt, dass er hinter all den Briefen gesteckt hat und es sein Plan gewesen ist, erst ihre ursprüngliche Bezahlung anzunehmen und dann das erhaltene Geld einzusetzen, um den zweiten Brief zu bezahlen. Auf diese Weise hätte er dann sowohl in ihren Augen als auch in den Augen ihrer Mutter als Held dagestanden. Ich hätte nie gedacht, dass Maman solche Fantasie besitzt. Wie kommt sie bloß auf eine so weit hergeholte Geschichte? Das ist natürlich eine gute Das ist eine Frage. Frage, zu der ich mir von Ihnen eine Antwort erhofft hatte. Sie haben ihn kennengelernt. Glauben Sie wirklich, dass er zu einem solch teuflischen Plan fähig gewesen wäre? Na gut, wir haben ihn nur kurzzeitig Es ist ein kennengelernt. Plan, den sich nur die betrügerischsten und hinterhältigsten Menschen ausdenken könnten. Trifft das auf den Major zu? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Also wir werden es noch im Hinterkopf behalten. Wir werden jetzt erstmal zu Rihanna gehen. Die ist wahrscheinlich hier in der Vorratskammer. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo? War die auch im Speisesaal? Das habe ich geahnt. Nee. Margaux? Nee. Die wird doch nicht etwa im oberen. Nee. War die im Speisezimmer? Habe ich die im Speisezimmer übersehen? Hallo, da rein. Danke. Ist ja eine Angestellte. Habe ich im Speisezimmer hier übersehen? Ah, zur Küche. Ah, sehr schön. Da ist sie ja. Bonjour, Madame. Sie müssen dann wohl die talentierte Köchin sein. Talentiert und bescheiden, Sir. Ich bin Rihanna. Meine Geschmacksknospen danken Ihnen für die vorzügliche Mahlzeit des gestrigen Abends. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal so gut gegessen habe. Das freut mich zu hören. S'il vous plaît, Madame. Sie können mich Detective nennen. In diesem Fall nennen Sie mich bitte auch nur Mademoiselle. Die vermutete Heirat werde ich Ihnen verzeihen. Très bon, Mademoiselle. Das stimmt. Ich habe schon viele Mitglieder des Personals kommen und gehen sehen. Doch ein Haus braucht stets eine vertrauenswürdige Köchin. Das stimme ich Ihnen zu. Wenn ich aber jeden Tag das essen würde, was Sie hier alles zubereiten, dann würde ich sicher bald so groß enden wie une maison. Das ist keine schlechte Sache, Detective. Sie könnten etwas mehr Fleisch auf Ihren Rippen gut vertragen. Da es nicht so aussieht, als ob der Schneewald schmelzen würde, kann es gut sein, dass wir das ganze Wochenende hier verbringen werden. Vielleicht sollte ich mich schon einmal darauf einstellen,
die Knöpfe an meiner Hose. Nett. In der Tat. Monsieur Archie hatte mir von dem Vorfall erzählt. Blutergüsse können schnell anschwellen, also habe ich ihm etwas Eis gebracht, um der Schwellung entgegenzuwirken. Aha. In was für einer Verfassung befand der Major sich, als Sie ihn gesehen haben? Das ist interessant. Er war mürrisch. Wie immer. Ich schätze, das kann man ihm nicht verdenken, nachdem er einen Schlag ins Gesicht bekommen hat. Schlägerei hin oder her. Er war so undankbar wie eh und je. Oh, er ist auch nicht so begann. Ich werde ganz Sie nicht mehr in Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Das ist auch interessant. Okay, gehen wir in die große Halle zurück. Haben wir denn zwischenzeitlich eigentlich wieder was gekriegt? Okay, wir haben was bekommen. Was haben wir denn bekommen? Wo ist denn? Da was? Okay, das ist interessant. Okay, was haben wir Neues bekommen? Wir haben die zwei Sachen neu bekommen. Nein, das ist es nicht. Das sind die einzelnen zwei Sachen, die eigentlich neu sind, wo das... Ich muss eine andere heran. Trotzdem nicht. Okay. Das wird doch nicht etwa hier mit zusammenhängen. Hier? Ich darf mich einen Impuls hingeben. Okay, das ist jetzt natürlich verwirrend gerade. Es wird doch nicht etwa das hier sein. Dann ist es das. Ich muss eine Nein. andere Herangehensweise wählen. Okay, könnte. Kommt schon, meine kleine Nein, Traum auch sein. Nicht. Es muss mit dem jetzt zusammenhängen, weil das andere gibt keinen das Sinn. Auch nicht. An mein Ziel bringen. Okay. Nein. Das hier? Gibt es da etwas, das ich Nein, das ist auch nichts. Das kann. Ach, das was für eine Enthüllung. Toll. Das erste, was ich gedacht habe, war ja so klar. Das könnte möglich sein. Noch mit Angeline sprechen. Das könnte auf jeden Fall interessant sein. Dann gehen wir nochmal zu Angeline. Mehr haben wir halt nicht. Und schauen wir mal, was weiter passiert. Dann gucken wir mal, Angeline, was sie noch zu sagen hat zu mir. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise helfen? Ja. Dass diese Spannung bereits vor dem ersten Brief begonnen hat. Maman tut sich schwer damit, ihre Gefühle preiszugeben, wie Sie sicherlich nur zu gut wissen. Doch trotzdem war es für mich offensichtlich, dass sie in den vergangenen paar Monaten nicht sonderlich glücklich mit ihrer Vereinbarung war. Das ist interessant. Was genau hat sie zu diesem Eindruck geführt? Es war keine Sache, auf die ich meinen Finger legen könnte. Vielmehr war es die Art und Weise, mit der sie mit ihm sprach. So wie ihre ganz andere Art, über ihn zu sprechen, wenn er außer Haus war. Okay, das ist natürlich... Merci, Mademoiselle. Das ist natürlich interessant zu wissen. Okay, wir sind wieder in der großen Halle. Jetzt ist die Frage, wir gehen mal hier hinten hin, mal sehen, ob wir was mitkriegen. Uns fehlt halt noch was. Irgendwas fehlt uns noch. Was fehlt uns? Wir können nicht hoch, wir können nicht hier hin. Versuchen wir mit den beiden zu reden. Ich hätte einige Fragen an Sie, Comtesse. Das ist alles, Detective? Kein Geplauder? Keine Schmeicheleien? Ich fürchte nicht, Comtesse. Da
Da sich immer noch ein Mörder auf freiem Fuß befindet, ist mein Geist im Augenblick anderweitig beschäftigt. In diesem Fall kann ich Ihnen vielleicht von Nutzen sein, Detective. Comment, Madame? Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessieren würde, was ich an der Leiche des Majors entdeckt habe. Wie bitte was? Das hat also eindeutig Ihr Interesse geweckt. Ein Mann wurde ermordet. Und Sie halten es für angebracht, mich zum Narren zu halten und zu scherzen? Oh, ich bitte Sie, Detective. Halten Sie wirklich so wenig von mir? Archibald hat um meine Unterstützung gebeten. Er wusste, dass ich aufgrund meiner Tage als Krankenschwester medizinisch ausgebildet bin und dachte daher, ich könnte vielleicht helfen, selbst wenn diese Tage schon viele Jahre hinter mir liegen. Er hatte kein Recht dazu, Ihnen Zugang zur Leiche zu gewähren. Nächstes Mal werde ich meine Hilfe ganz sicher nicht anbieten. Eine einzelne Stichwunde, von der Sie sicherlich bereits wussten. Das Messer muss mit der rechten Hand geführt worden sein. Meiner Meinung nach war es wohl die dominante Hand des Täters. Zu urteilen würde ich sagen, dass bei dem Stich keine große Kraft aufgewendet worden ist. In meinen Augen ist das ein Zeichen für einen defensiven Angriff. Das ist natürlich wieder interessant. Wenn ich eine Mordwaffe festlegen müsste, dann würde ich wohl auf ein scharfes Messer oder einen scharfen Dolch tippen. Ich weiß, dass es für eine Dame wie Sie schwer sein wird, solche Informationen für sich zu behalten. Aber ich bitte Sie trotzdem darum, es zumindest zu versuchen. Ihre Einmischung hat die Untersuchung bereits genug beeinträchtigt. Gern geschehen, Detective. Bitte behalten Sie diese Informationen für... Okay, das ist natürlich jetzt noch interessanter geworden, aber wir haben nichts... Wir haben hier Informationen dazu bekommen. Ja, das stimmt. Da, defensiver Angriff. Aber es spitzt sich langsam zu. Wir sehen das hier. Aber es bringt uns noch nicht wirklich was. Es hat uns noch nichts gebracht. Wir sprechen mal mit Gideon. Bonjour. Wie geht es Ihnen, Detective Poirot? Naja. Wenn Sie die Wahrheit hören wollen, dann muss ich leider gestehen, dass mich jeder Fortschritt zur Enthüllung des Erpressers bei meiner Untersuchung zum Mörder des Majors 2 Schritte zurückbefördert, Monsieur. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Archibald hat mich aufgesucht und mich bei dieser Angelegenheit um meine Hilfe gebeten. Mein Bruder und ich haben uns dann darum gekümmert. Merci für Ihre Hilfe. Es ist ein Dienst, den normalerweise nur Fachkräfte auf sich nehmen sollten. Es war etwas, das erledigt werden musste. Leider hat es meinen Bruder wohl schwerer mitgenommen als mich. Inwiefern? Als er die Leiche zu Gesicht bekommen hat, ist er totenblass geworden. Wir hatten den Keller kaum erreicht, da zog sich Zakaria auch schon in sein Zimmer zurück und ging zu Bett, ohne uns eine gute Nacht zu wünschen. Es ist interessant. Felix und Madame Van den Bosch sind die einzigen, die meines Wissens nach über einen Schlüssel verfügen. Oh, Archibald hat auch einen. Ich habe einmal gehört, wie Felix ihn darum gebeten hat, etwas für ihn im Tresor zu verstauen. Das ist auch interessant. Ich habe ihn seit gestern Nacht nicht mehr gesehen. Eine gute Nachtruhe wird ihm sicherlich wieder auf die Beine helfen. Mhm. Er hat es nicht nötig, dass sein kleiner Bruder sich ständig nach seinem Wohlergehen erkundigt. Vielleicht ist es genau das, was er dringend braucht. Möglich. Ich bin mir nicht sicher, was er Ihnen gestern alles erzählt hat, aber er ist ein großer Junge, der auf sich selbst aufpassen kann, Detective. Ich fürchte, dass dem nicht so ist, Monsieur. Seine Zeit im Krieg kam während unserer Gespräche mehr als nur einmal zur Sprache. Er redet immer noch davon? Ich hatte gedacht, dass seine Sprechstunden mit dem Doktor dem ein Ende gesetzt hätten. Merci. Okay, das ist natürlich jetzt auch wieder interessant. Haben wir jetzt was Neues herausgefunden dadurch, ja? Okay, wir haben auf... Oh, da bin ich dran. Hatten Beziehungsprobleme.
Okay, also wir haben das ist neu, das ist neu. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Hinter dem Psycho aber immer noch auf dem Schlachtfeld gefangen ist, das stimmt. Okay, wir müssen auch mit Gideon sprechen. PTSB, ja. Das kann gut möglich sein, dass er es hat. Wenn es Ihnen dabei hilft, den Mörder des Majors aufzuspüren, dann ohne Frage. Als er aus dem Krieg zurückkehrte, war er ein völlig veränderter Mann. Alles drehte sich nur noch darum, was er in seiner Zeit gesehen hatte. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er unglaubliche Schrecken miterlebt haben muss. Während der ersten paar Wochen wachte er oft schreiend in seinem Bett auf. Eines Nachts fand ich ihn zusammengekauert unter einem Schreibtisch im Studierzimmer. Und als ich ihm hochhelfen wollte, nun, sagen wir einfach, ich fürchtete das erste Mal überhaupt um mein Leben. Okay, das ist interessant. Das ist nicht der Grund, warum Sie beide sich nicht mehr nahestehen? Auf keinen Fall, Detective. Wir waren schon immer grundverschieden in unserem Charakter. Während ich stets einen akademischen Pfad einschlagen wollte, war Zacharia zumeist ein sehr freier Geist. Zumindest so frei, wie man eben sein konnte, wenn man von unserem Vater und den Gesetzen eingeschränkt wurde. Und doch hat es ihn am Ende zur Armee verschlagen. Das ist ein ziemlicher Gegensatz. Unser Vater verlangte, dass er zumindest versuchen sollte, etwas aus seinem Leben zu machen. Und als einige seiner Freunde dann der Armee beitraten, folgte er ihnen einfach. Nach seiner Rückkehr von der Armee dauerte es nicht lange, bis er aus dem Familienhaus auszog. Ich hatte immer angenommen, dass er den Krieg und alles, was damit in Verbindung stand, damit hinter sich gelassen hatte. Doch nun sehe ich, dass dem wohl ganz und gar nicht so war. Okay, wir haben eine Unterhaltung mit Zacharia freigeschaltet, habe ich gerade gesehen. Aber die ist noch nicht aktiv. Also wir werden erstmal zu Archibald gehen. Und dann werden wir uns mal den Safe angucken. Was auch immer Sie brauchen, Detective. Natürlich, Detective. Da ist ein Brief, da liegt ein Brief, okay. Aha. Das ist natürlich interessant. Ein versiegelter Brief. Okay. Das Foto, das wir eins zusammen sehr aufgenommen haben. Mutter, ich hoffe, dass meine Geschenke aus dem Orient auch Wohlbehalten erreicht haben. Sie sind wirklich wunderschön anzusehen. Die Arbeit, die mich so lange beschäftigt, geht nun langsam Monats zum Kontinent zurückkehren können. Auf deinen Wunsch hin habe ich mir dir so nahe sein werde und doch nicht jeden wachen Moment mit dir verbringen kann. Wenn deine Sorgen beschwichtigt, werde ich deine Gründe nicht hinterfragen. Das kann Verdacht erregen, okay.
Ja, ist der Viscount Mowgli und sehr, dass ich die Einung habe. Und du kannst dir sicher sein, dass wir bei dir vereint werden. Okay, ist dahin. Bis zu meinem Ende wird mein Herz stets Tiger und oh, das ist interessant. Das ist echt interessant jetzt. Okay, was haben wir bekommen? Also, wir haben große Summe. Okay, hoher Zinssatz. Ich sag ganz ehrlich, also entweder ist es das Ich hier, kann nein, einfach keine logischen Zusammenhänge. das ist es nicht. Hoher Zinssatz ist, dann ist es das hier. Meine eigene Weil das hat Kombinationswerte damit sollte mich zusammen, nicht zu das hängt sehr damit beherrschen. zusammen. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Ordnung und Nein, das Methode. ist nicht. Diese Kombination. Dann ist es wahrscheinlich, hängt das mit dem hier zusammen. Das wird mich nicht Nein! näher an mein Ziel bringen. Nicht verschickt. Okay, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Also wir haben das Neues, das ist neu. Oh, warte mal. Ich kann einfach keinen Nein? logischen Zusammenhang finden. Vielleicht könnte mir ein zweiter Blick auf die gesammelten Beweise helfen. Okay, das ist sehr interessant. Es wird doch nicht etwa. Gibt es da etwas, Nein. das... Okay, was könnte es denn sein? Angeline Cassandra kann es hier Kommt nicht. schon, ihr Nein, das kleinen glaube ich Drahtseilen nicht. Firmen. Wird doch nicht etwa hier? Ordnung und Nein, nein, Methode. nein, das hätte ich mir denken können. Nicht verschickt. Ich muss eine Nein, andere das ist her. es nicht. Das ist große Summe. Es wird doch nicht etwa hier Ich mit? darf mich Nein, keinem nein. Impuls hingeben. Okay, jetzt habe ich mich wahrscheinlich wieder komplett. Okay, ich habe mich wieder komplett verhaspelt. Option, gut, weil das ist jetzt wieder gerade, da habe ich mich jetzt wieder gerade komplett verhaspelt, würde ich sagen. Das Ein Offensichtlichste. weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Das Offensichtlichste. Das tut weh. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich hab so ein blödes Gefühl. Wird doch nicht mit dem hier? Warte mal. Gibt es da etwas, Nein, nein, das... nein, 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 das kann's nicht sein. Hängt das doch mit dem dann zusammen? Kommt schon, ihr Nein, nein, kleinen nein, nein, Drahtseilen. nein, nein. Okay, hängt auf jeden Fall hier mit dem zusammen. Es hängt mit dem zusammen, weil das ist neu. Wird doch nicht etwa mit dem hier zusammenhängen? Ich muss eine andere Nein, nein. Herangehensweise. Hätte ich mir denken können. Oh, echt jetzt Beziehungsprobleme? Was für eine Enthüllung! Nein, das glaube ich nicht. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen.
Okay, das ist abgeschlossen. Ist nun geklärt, der Major wurde erpresst. Nicht durch seine Hand verfasst. Der Grund für die Erpressung ist allerdings immer noch ein Mysterium. Zwei Erpressungen unter einem Dach. Diese Tatsache Fragen über die Verbindung der beiden Fälle auf. Ein Erpresser, sondern auch ein Mörder und seine Waffe aufspüren. In Folge werde ich sie alle jedoch schon bald sehr aufspüren. Ja. Ich glaube, ich weiß mit. Lady Vandenbosch in ihr Zimmer zurückgekehrt ist und nicht mehr gestört werden will, Detective. Merci. Die Madame ist wahrlich eine Meisterin der feinen Andeutungen. Das waren nicht die exakten Worte der Madame, aber ich bin sicher, dass Sie sich das bereits gedacht haben. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen, die in der Vorratskammer auf mich warten. Okay, wir sind jetzt im oberen Cassandras Schlafzimmer. Der Lagerraum wird wahrscheinlich hier in der Ecke sein, ja. Oh, ein Teleskop. Bringt uns das was? Gideon. Okay, ich finde es lustig, dass das Schlafzimmer nicht deaktiviert ist. Okay, dann gucken wir uns mal im Lagerraum um. Ich habe so ein dummes Gefühl gerade. Worum die Erpressung geht. So ein ganz dummes Gefühl habe ich jetzt gerade. Okay, was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes? Eine Standuhr. Aber hier ist nicht wirklich was. Oh, warte mal, hier Buch. Oh! Ja, wie du zu einer Wohlersung und Dame heranwächst. Ja, liebe dann Felix. Okay, das ist auch so jemand hier hang. Also, So, Roll ist gerissen. Große Summe, hoher Zinssatz, wir haben eine neue. Ordnung und mit. Nein? Okay, also, ach, Cassandra. Ah, ich stößbaddel. Cassandra. Oh, upsala. Sorry. Wenn noch nicht die beiden zusammenhängen? Nein. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben gut gepflegt, Antiquitäten, Kinderspielzeug. Passendes Geschenk vom Major. Der wird doch nicht etwa das. Nein. Antiquitäten. Passendes Geschenk. Nein, das ist es nicht. Ja. Okay, das ist interessant. Die Puzzleteile scheinen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Mit Angeline sprechen. Okay, das ist natürlich interessant. So, wir werden aber jetzt einmal wieder hier Optionen aus. Gut, beim letzten hätte ich wahrscheinlich jetzt wieder eben angeschaltet, aber hey. Okay, das ist eine interessante Wendung alles. Ich habe so ein dummes Gefühl, wie gesagt, dass ich weiß, woher die Erpressung stammt, wie die zustande gekommen ist. So, Cassandras Schlafzimmer wäre offen, aber wir gehen da nicht hinein.
Wir wollen uns nicht das Monster auf uns aufmerksam machen. Ja. Oh, da steht's auch wieder. Was für ein Zufall. Haben Sie schon Fortschritte in Bezug auf Felix' Verbindung zu den Briefen gemacht, Detective? Das habe ich, Mademoiselle. Ich kann Ihnen nun mit Gewissheit sagen, dass er nicht der Verfasser der Erpresserbriefe war. Der wahre Übeltäter ist also immer noch auf freiem Fuß? Ja. Ui. Aber ich verspreche Ihnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich ihn gefasst habe. Die einzigen Briefe, die er dann noch schreiben wird, werden wohl aus dem Gefängnis abgeschickt werden. Ihre Selbstsicherheit ist sehr beruhigend. Vielen Dank, Detective. Das tut mir leid, Detective. Es war nicht meine Absicht, Sie damit wachzuhalten. Ja, aber du hast uns geholfen damit. Entschuldigung nötig. Ihre Bemerkung ließ mich meine ganze Gedankenkette hinterfragen. Wäre es nicht möglich, dass Sie zusammengearbeitet haben, um den Mord des Majors zu planen, zu organisieren und durchzuführen, damit die Auflösung des Falls beinahe unmöglich werden würde? Meine Güte, Detective. Das ist eine gewagte Theorie. Jeder Gast scheint ein Motiv zu haben. So viel war sicher, nachdem Sie den Streit zwischen dem Major und Mademoiselle Conrad erwähnt hatten. Wenn Sie sich gegenseitig wasserdichte Alibis verschaffen würden, dann würde das ohne Frage selbst den größten Detective auf die falsche Fährte führen. Mhm. Aber nicht Sie? Korrekt, Mademoiselle. Es braucht schon mehr, um Detective Poirot in seine Schranken zu weisen. Dieses Buch habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, es war ein Geschenk zu meinem 10. Geburtstag. Ich habe es unzählige Male von vorne bis hinten gelesen. Er hat auch eine so wunderbare Widmung hineingeschrieben. Ja, die haben wir gesehen. ...des Majors zu geben, die ich leider nie zu Gesicht bekommen habe. War es üblich, dass er Ihnen Geschenke dieser Art machte? Nicht üblich, aber wenn er lange Zeit fort gewesen war, brachte er mir normalerweise ein kleines Andenken von seinen Reisen mit. Es ist jedoch schon einige Zeit her, seit er so etwas das letzte Mal getan hat. Ganz recht. Ich fürchte, dass Sie im Lagerraum wohl Staub angesetzt haben, weil Sie schon so lange nicht mehr benutzt worden sind. Es war schon immer mein Wunsch, Sie eines Tages meinem eigenen Kind schenken zu können. Es klingt ganz so, als hätte er sich immer sehr um Sie gesorgt. Seine Anwesenheit im Haus spendete uns beiden Trost, nachdem Vater verstorben war. Auch wenn er unter Umständen etwas überfürsorglich werden konnte. Ganz richtig. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war Felix schon immer bei uns. Wie mir scheint, verfügt sie über eine Reihe von Unterstützungsnetzwerken. Der Major, ihre Freundschaft mit der Comtesse, ganz zu schweigen von Monsieur Dacil. Maman hat viele Freunde. Ich weiß, wie sie auf die meisten Leute wirken kann. Aber wenn man ihre harte Schale einmal durchbrochen hat, dann... Muss man sich gleich einer weiteren Schale stellen? Oh. Sehr gut, Detective. Verzeihung, Mademoiselle. Ich scherze lediglich. Das ist schon in Ordnung, Detective. Sie sind nicht der Erste, der sich ihrer rasiermesserscharfen Zunge stellen musste. Ihre Anwesenheit hier beruhigt Sie. Besonders unter diesen Umständen. Auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben will. Interessant. Sie lagen sich oft in den Haaren, wenn es um Maman ging. Beide haben stets ihr Bestes gegeben, um Maman zu beschützen. Doch miteinander ausgekommen sind sie leider nie. Sie hat sein Verlangen danach erwähnt, der, in ihren Worten, gesellschaftlichen Elite beizutreten. Das war sicherlich nicht das erste Mal, dass sie solche Bedenken zum Ausdruck gebracht hat. Sie glaubt, dass der Major den Namen unserer Familie lediglich als Trittstein verwendet hat, um es an die Spitze der Gesellschaft zu schaffen. Und Sie stimmen ihr da nicht zu? Ich kann nicht abstreiten, dass er Interesse an Mamans gesellschaftlichen Kreisen gezeigt hat. Aber sie waren schon miteinander befreundet, bevor ich überhaupt geboren war. Sie können doch wohl nicht wirklich glauben, dass er all diese langen Jahre der Freundschaft lediglich genutzt hat, um seine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Was meinen Sie damit, Detective? Ich kann mir gut vorstellen, dass es äußerst kostspielig sein muss, ein Haus dieser Größe in einem tadellosen Zustand zu halten. Mhm. Momo kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten des Hauses
Doch ich glaube, dass sie ihn schon einige Male um einen Beitrag gebeten hat. Es steht mir nicht zu, mich dabei einzumischen. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Ja, okay, das ist natürlich jetzt... ja, ich würde aber sagen, mit Frau Vandenbosch sprechen wir in der nächsten Folge. In die Höhle des Löwens gehen wir dann erst. Wir können schon mal zumindest hochgehen. Ja, da ist das Zimmer. Ja, das werden wir dann, würde ich aber sagen, in der nächsten Folge machen. Das war jetzt schon ein wenig genug auf und ab der Beweise und Gefühle, die wir hier in dem Haus festgestellt haben. Wie gesagt, ich habe schon eine Theorie, wie die Erpressung zustande gekommen ist. Das dürfte, denke ich mal, für einige auch schon so ein wenig in den Kopf gesprungen sein, weshalb, wieso. Ich werde jetzt noch nicht großartig sagen. Ich denke mal, das wird sich dann in einer der nächsten Folgen bestimmt aufklären und dann wird sich zeigen, ob ich recht habe oder nicht. Es hat so ein bisschen was mit den Widmungen und dem Verhalten gegenüber Angeline zu tun von dem Major. Naja, gut. Sei es drum, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es mit dem Mordfall hier weitergeht. Und vielleicht kriegen wir doch noch eine schöne Verlobung zu sehen. Irgendwann. Also, bis dann. Tschüss.